man unschwer erkennen kann, bin ich gerade in Berlin. Und ja, es kommt natürlich dazu, ein Vlog, das lasse ich mir einfach nicht entgehen. Was wird in dem Vlog passieren? Ich zeige euch nice Foodspots, eventuell nice Stores, wo man shoppen kann. Was genau passiert, kann ich noch nicht sagen, aber ich würde sagen, Quatsch weniger und es geht los. Wir fangen auch schon direkt an mit Spot Nummer 1 und da, wie ihr sehen könnt, ist direkt unten der Kudamm und hier sind wir eigentlich im Motel One. Das ist einfach so eine Lounge, wo man einfach hingehen kann. Das heißt, es ist so Rooftop direkt über den Kuhfürstendamm. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Es ist einfach gerade tote Hose hier. Es ist jetzt 12 Uhr und es ist einfach super entspannt. Und man hat auch direkt den Blick auf Waldorf Astoria. Wir haben jetzt nur so ein bisschen Break gemacht und haben so ein schönes Wasser getrunken und ein bisschen die Sonne genossen. Und ich würde sagen, es geht dann auch dann gleich runter und ich zeige euch ein paar Stores. Spot Nummer 1 auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das Rooftop am Motor One. So, Stop Nummer 1, ganz klar Soulbox, musste ich einfach machen. Ich meine, wir haben ihn in Wien auch, aber ich bin jetzt hier schon das dritte Mal da. Diese Maschine sieht einfach super mächtig aus. Was gibt es aktuell da, was man machen kann? Was kann man tatsächlich machen? Den New Balance 1906R, den finde ich eigentlich recht cool sogar. Schwarz und Combo auch sehr, sehr nice. Fuck, ich sehe gerade Birkenstocks 150 Euro mittlerweile. Ich habe genau denselben damals für 90 Euro gezogen im Sale. Was ich auch sagen muss, Soulbox hat auch eine Eigenmarke. Dieses Hemd, das sieht wirklich nicht schlecht aus, for real, for real. Soulbox ist mal durch. Ich weiß, dass am Kudamm jetzt nicht so viel mehr geht. Es war gerade extrem witzig, weil Soulbox habe ich eben kennengelernt, der was zufälligerweise auch aus Wien ist. Und der hat mir auch gesagt, ich soll so Overkill und sowas gehen. Und das werde ich vielleicht noch machen. Ich sag's euch, Jungs, wenn ich einfach mehr Geld hätte, einfach straight immer einfach zu Akne gehen. Ich weiß nicht wieso, aber die haben einfach gerade Sachen, die was ich mir super gerne ziehen würde. Und zum Beispiel dieses T-Shirt. Was super simpel ist, aber ich habe halt keinen Bock auf 280 Euro. Beziehungsweise generell Akne ist gerade sehr, sehr cool. Sie haben irgendwie nur Trash, aber ich bilde mir ein, das sind in letzter Zeit sehr, sehr nice Sachen. Ah, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber mir ist das KDW viel zu viel. Vielleicht auch, weil ich mein drittes Mal erst hier bin und noch keine Übersicht habe. Aber ich will einfach raus, ich habe keinen Bock zu schauen, weil es zu viel gibt. Sag mir auch einfach, wo die nice Sachen sind. Wir sind gerade bei Soto, Hannes ist jetzt auch mit dabei. Was geht? Check den unbedingt ab. Ich war tatsächlich... Was denn? Ich freue mich darüber. Ja, sicher. Wir sind gerade bei Soto, ist zum ersten Mal, dass ich von dem Laden höre. Hannes war richtig schockiert. Und tatsächlich muss ich sagen, sie haben sehr, sehr... Jetzt kenne ich diese Marke. Ich kenne die Brand von Instagram. Ja? Also von Ads. Die kenne ich von Ads. Weil dieses Hemd kommt mir sehr bekannt vor. Muss ich sagen, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht und ihr kennt mich. Ich bin sprachlich nicht sehr gut. Sprachen lernen. Wie würdest du sie aussprechen? Ich würde einfach OMC sagen, ja. OMC. Ach, keine Ahnung. OMC. Wir sagen, wir nennen Brand einfach jetzt OMC. Einblenden, dass wir die das checken, ja, wir nennen sie jetzt einfach OMC. Ich muss sagen, die Sachen sind recht nice. Ich sag dir ehrlich, dieses Hemd finde ich zum Beispiel richtig geil. Also ich glaube vom Schnitt her ass, aber die Idee ist geil. Ich sag dir ehrlich, das Hemd sieht cool aus, aber mein Hautton ist dafür zu hell, dass es mir stehen würde. Ja, aber ich schau mich an. Ich bin ja... Du bist auf jeden Fall brauner als ich. Auf jeden Fall. Dass es jemanden gibt, der was heller ist als wie ich. Ich habe den Sonnenbrand. Aber das Sonnenbrand, okay. Ja, das zählt nicht ganz. Was würdest du noch so sagen, was ist cool da? Was findest du vom Pieces sehr cool? Ist irgendwas ins Auge gestochen? Tatsächlich. Von der Farbe her das. Ja. Das Logo sah ganz nice. Boah, das sieht nice aus. Ja, 130. Deshalb kenne ich die Brand nicht. Kein Bock drauf. Passt, wir ziehen weiter. Nächster Store ist? Ja. SNS sollten auch alle kennen. Ja, okay, SNS sollten alle kennen. Supreme waren wir, aber das sind... Wir sind jetzt bei SNS, wir sind gespannt. 10 von 10, 10 der Schuh, oder? 10 von 10, 12 von 10. 12 von 10, okay. Schon ein richtiger Talerhund. Der ultimative Talerhund-Schuh. Talerhund! Aber wenn du jetzt einen nehmen müsstest, ja, welchen würdest du nehmen? Eigentlich müsste man den Ultraschwarz nehmen, komplett schwarz. Aber ich glaube, also die sehen alle scheußlich aus, ich sag's ehrlich. Aber der geht noch am meisten, klar. Der geht nicht, aber er muss gehen. So. Ja, wenn du halt daneben musst, ja. Aber der wäre halt noch schlichter eigentlich. Ich glaube, ich würde mich für den entscheiden. Geh ich mit. Was sagst du zu DNs, Air Max DNs? Nicht unbedingt der Colorway, aber vielleicht so an sich. Boah, ich finde ihn eigentlich nicht schlecht. Ja, genau. Ich glaube, ich würde ihn mir nicht kaufen. Er hat seine Daseinsberechtigung. Ist das dieser Romero? Nein, oder? Nein. Romero, nee. Nein. Das sind die Spirit-In. Die sind ganz cool, muss ich sagen. Ja, die wirken auch sehr cool. Ja. Also wäre auch kein Schuh, dass ich den nicht tragen würde, aber ich glaube, das wäre einer, der was gerade auch gut
gehen könnte. Der ist auch überdünn, ne? Also für den Sommer wäre das perfekt. Für den Sommer fix zum Durchlüften, wenn du stinkige Beine, Füße hast, einfach den zuholen. Wir sind jetzt bei dem Teak und dann gibt es diesen Ilio, das ist eigentlich ein Sommerduft. Ist eigentlich schon überall ausverkauft, aber natürlich im eigenen Laden gibt es noch. Kostet 140 Euro. Und ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich überlegt, den zu holen. Hier sieht man Influencer in der freien Natur. Behind so, the scenes? Ja, behind the scenes. Willkommen. Content, könnte man auch sagen. Und jetzt nicht mehr atmen. 3, 2, 1, go! Content in Content in Content! Das nennt man Recycling. Dieser Dulli hat schon wieder mal sein Auto vergessen. Klassiker. Ich liege jetzt schon mal hier. Das Santes wird demnächst ein neuer Drop kommen. Deshalb unbedingt Santes abonnieren. Und nächste Woche, Donnerstag um 18 Uhr, gibt es wieder ein neues YouTube-Video. Bis dahin. Tschüss, Papa. Bussi. TGQ Energy. Thank you.